Hallo und herzlich willkommen auf Epic GPEC 2022 am Stand von Messer Waffenhandel. Ich bin hier mit Thomas. Thomas, grüß dich. Servus. Martin, den Spruch höre ich schon öfters und höre ich auch immer wieder gerne. Ja, geht mir genauso. Herzlich willkommen. Ja, Thomas, ich muss ja mal eins sagen, ne? Von der Enforce-Takt, der Stand ist ja hier der Kern, aber ihr habt den einfach mal in der Länge verdreifacht. Also ja, wir haben jetzt hier ungefähr 160 Quadratmeter und das Schlimme daran ist, es ist schon wieder fast zu wenig, weil wir immer weitere Partner dazugewinnen und die auch immer noch erfolgreich vertreten. Wir hatten es gerade schon, der Thomas ist hier wie eine Bienenkönigin am Rumsausen und alle am Betreuen und super geil, ein Megateam dabei, für jede Marke hier auch ein Spezialistenhersteller. Den brauchen wir. Den brauchen wir auch, ja. Bei dem Andrang könnten wir das, kann man das gar nicht mehr allein bewältigen. Ja, ja. Wir können nicht viel vom Stand zeigen wegen Personenschutz hier, aber der Stand ist immer gerappelt und voll. Wir sind echt froh, dass wir mal einen Spot gekriegt haben, wo der Thomas mal eine Minute Zeit für uns hat. Ja, sehr schwierig, aber auf jeden Fall gehen wir einmal kurz über die neuen Produkte. Ihr kennt ja bereits, oder beziehungsweise wenn ihr das Video von der Enforce-Takt gesehen habt oder auch beim Thomas mal die Tage auf die Seite geht, hat auch nochmal ein Video hier von der GPEC gemacht, was er alles dabei hat, aber ihr habt ja bereits gesehen, wir haben Eevee, wir haben MapRolite, wir haben Marum, Dolphin, wir haben Sun Tactical Breaching. Was habe ich vergessen? Sword Defense Sword, von genau, Amerika, ja. Haben wir noch, haben wir schon auf der Enforce-Takt gezeigt. Wir haben die Thermalsysteme haben wir auch schon gezeigt auf der Enforce-Takt. Wen die? Die Thermalsysteme. Du meinst die Radarsysteme von Camero? Ja, Camero. Radarsysteme genau. Von Camero, genau. Gut, unser Holster von Holsterwerk, made in Offenbach, die dürfen wir eigentlich auch nicht vergessen. Da haben wir auch gute Nachfragen und da rüsten wir auch schon einige oder fast alle Einheiten, die im Low-Profile-Bereich arbeiten, aus. Wir wollen vielleicht über die sprechen, die jetzt neu dazugekommen sind, weil genau. Die habe ich ganz genau auf dem Schirm. Da haben wir Lalo. Lalo ist ein Schuhhersteller für spezielle Ansprüche, viel im Bereich für Spezialeinheiten, aber auch für Sport und auch für CrossFit. Sehr leichte Schuhe, fast alle Schuhe haben so eine Drainagewirkung, werden auch bei den Marines eingesetzt in den USA. Die Krom haben wir auch gerade einen Tender gewonnen in Polen, nutzt sie auch. Dann haben wir B&T, seit der IWA sind wir Vertreter für B&T, auch im behördlichen Bereich, und dazu haben wir hier APC, TP9 und weitere Produkte und die auch die Schalldämpfer, ja. Und natürlich auch die Schalldämpfer in der Ausstellung. Ein ganz neues Thema für uns ist die Kommunikation. Da arbeiten wir jetzt mit Xilinx zusammen. Das ist auch erst Anfang des Jahres passiert durch einen Besuch in Israel. Und die Zusammenarbeit ist erstaunlich intensiv und das liegt daran, dass wir eine unheimliche Nachfrage haben im Moment in Deutschland nach modernen Kommunikationssystemen. Inklusive Gehörschutz auch. Inklusive aktiven In-Ohr-Gehörschutz, der auch funktioniert mit einem In-Ohr-Mikrofon, ja. Was bedeutet, die ganzen Außengeräusche werden ausgeblendet. Und der Übergang von diesen Zuständen, von wenn man die PTT-Taste drückt, wenn man ein Gespräch führt und wieder loslässt und das andere Mikrofon in Aktion tritt, das ist quasi übergangslos. Und das ist eine technische Leistung, die ich jetzt rausgefunden habe, weil viele anderen, da ist das immer so ein bisschen holprig und gestottert. Da gibt es 4-Kanal-Lösungen, also wir können bis zu 4 Funkgeräte verwalten oder Kanäle verwalten. Und es ist wasserdicht, also ist ein sehr innovatives System. Wie ihr vorhin auch schon gehört habt, die Navy SEAL Team 6 benutzt Xilinx. Und das will schon was heißen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal im Detail die einzelnen Geräte und Unterschiede mal vorstellen. Mhm. Aber einfach schon mal, dass wir hier drüber gesprochen haben. Dann ja. Habt ihr noch ein ganz cooles Produkt für den Streifendienst, ne, den Safety Stick. Genau, mit unserem neuen Partner aus Slowenien haben wir den Safety Stick. Leider kann man das kameramäßig jetzt nicht so gut... Wir blenden es ein für euch. Genau, wir geben euch einen Link und dann kann man was sehen. Das ist also ein Schlagstock oder eine Tonfa, der so stabil ist und einsetzbar wie das, was im Moment bei deutschen Behörden gängig ist. Allerdings hat er das Merkmal, dass er noch zusätzliche Attribute hat. Schwarzlicht, Dokumentenprüfung, Taschenlampe, Stroboskoplicht. Blaulicht kann man auch als Blaulicht vorne mal ins Auto legen.
Und wir können verschiedene Signale einblenden und nur durch das Shaken mit dem Handgelenk wird quasi ein Bild projiziert. Also das müsst ihr nachher irgendwie lösen. Also man spart sich quasi die Kelle, die Taschenlampe und hat den Schlagstock mit dabei und trainiert noch das Handgelenk. Also besser kann es ja gar nicht sein. Alles in einem. Sehr geil. Was haben wir noch? Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas ganz Wichtiges? Masada, Platten. Genau, wir haben noch Platten, die haben wir jetzt gerade im März zertifiziert beim Beschuss am Melrichstadt. Das sind VPAM 6 Platten mit noch einem extra Beschuss aus verschiedenen, bei minus 20 Grad und verschiedenen Winkel. Die haben wir auch hier vor Ort, zeigen die. Und die sind auch, genau, das Wichtige bei den Dingern ist das Gewicht. Die wiegen 1250 Gramm haben wir da. Voll gut. Du wolltest eben aber eher noch anderes sagen. Ich wollte nur sagen, wir haben einen schönen, schweren Tisch gebaut. Den müsst ihr nachher unbedingt noch filmen. Den hat ein Freund für mich gemacht und es ist ein Kunstwerk. Sehr geil. Machen wir auf jeden Fall nochmal hier einen kurzen Close-up drüber, um das zu zeigen. Wollen wir schon verraten, was demnächst bei euch als Marke reinkommt, wo wir uns mal drüber unterhalten haben? Oder willst du das noch geheim halten? Weißt du, was ich meine? Nee. Diese Marke mit Bekleidung und bla. Ich weiß nicht, ob du schon sagen willst, aber... Okay, ja. Du meinst den Premium-Hersteller aus den USA. Den Premium-Hersteller, der mich zum Weinen bringt. Ja. Lassen wir doch die Leute mal warten und spekulieren. Und wenn wir die erste Lieferung hier haben... Genau, schreibt es in die Kommentare. Genau, ratet mal. Der Thomas kriegt eine neue Marke, die mich zum Weinen bringt und alle anderen auch und den Geldbeutel auch, aber Premium-Quality, mega geil und ich freue mich massiv drüber. Ja, und wir uns auch. Ja. Ja, wenn du weinst, freuen wir uns. Ja, ich denke, da haben wir jetzt mal das Gröbste hier gecovert. Wie gesagt, schaut vorbei. Messer, Waffenhandel, mega Laden auch. Auf der nächsten Messe hat er wahrscheinlich eine Halle für sich alleine hier, wenn das so weitergeht. Super cool. Link ist unten. Und Thomas, sag mal ein Schlusswort. Ja, wir sind erst am zweiten Tag und ich bin schon kaputt. Ja, geht mir genauso. Aber schön, dass ihr da wart. Ja, definitiv. Wie immer. Gutti gut. Also wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye bye. Macht's gut. Ciao.